Ja, hallo Leute. Da ich für meine Jagdwaffe, der Mauser M12, gerne noch ein Leuchtpunktvisier hätte, für die Bewegungsjagden, jeweils zum Wechseln, bin ich dann auf die Suche gegangen, mal zu gucken, was es da so gibt, was da passt. Da die Waffe aber eine Hexalock-Montage drauf hat, von Mauser, welche ich eigentlich ganz gut finde, ist das Befestigen von Zubehör hier oben drauf nicht ganz so einfach. Deswegen muss man mal gucken, was es denn da so gibt am Markt. Ja, was es denn geworden ist und wer sich dafür interessiert, soll einfach dranbleiben. Ja, warum ist es jetzt nicht so einfach, da was Neues dran zu befestigen? Zum einen muss man genau die Gegenstücke zu diesen Montagebasen haben. Also ich kann das ja mal eben mal abmachen hier. Das ist ein DD Optics Glas 2,5 bis 10,56. Ich bin ganz zufrieden. Also man braucht diese Gegenstücke, die an den Ringen sind, wo man mit die Montage verriegelt. Und natürlich braucht man dann genau den Abstand, den die Mauser M12 hat. Ich habe mal geguckt und ich habe da nicht groß was gefunden, was da passen würde. Es gibt von Minox war es, glaube ich, so eine Brückenmontage, auch mit Hexalock-Verschlüssen, wo ein Redlock drauf ist, aber das gefiel mir nicht ganz so. Und dann habe ich geguckt, ob es vielleicht irgendwie so eine Adapterteile gibt, dass man da eine Picatinny oder Weaver-Schiene drauf befestigen kann. Habe ich auch nicht gefunden. Habe mir dann gedacht, okay, da muss ich mir neue Ringe besorgen und irgendwie ein Leuchtpunktvisier, was die Form eines Zielfernrohrkorpus hat. Gut, also die Ringe kosten, wenn man sie neu kauft, ungefähr so 130 bis 180 €. Je nachdem. Und ich habe sie dann ein bisschen günstiger bei Igan geschossen und bin dann auf die Suche gegangen nach einem Redlock, was ungefähr diese Form hat. Und habe dann bei Aimpoint mal geguckt. Da gibt es diese 9000er Serie. Die ist wohl ganz gut. Aber da kostet das einfachste, glaube ich, auch schon knappe 500. Plus Ringe 150, dann wissen wir bei 650. Waren wir im Moment ein bisschen teuer. Und dadurch, dass ich dann die Ringe gut geschossen habe, habe ich mal geschaut bei Delta Optics. Da habe ich nämlich mal meine Frauenfernglas gekauft, so ein ganz einfaches, das ist das Forest 2. Aber dieses kleine Glas hat wirklich von der Optik her super Qualität. Und da habe ich dann mal bei Delta geguckt und da bin ich dann fündig geworden mit dem Multidot HD25, so heißt das. Kommt hier in so einer Keksdosen-ähnlichen Verpackung. Und Moment, hier ist es. Sieht so aus. Jetzt baue ich mal die Kamera ein bisschen um, dann kann man das ein bisschen besser gucken. So sieht man das jetzt ein bisschen besser. So sieht das Teil aus. Ich kann jetzt mal die Schutzhülle hier abmachen. Also die Ringe habe ich jetzt schon befestigt. Multidot, also verschiedene Punktgrößen kann man hier, das fängt bei 2, 4, 6, 8 MOA dort an, also jeweils auf verschiedenen Entfernungen deckt der Punkt dann das Ziel ab. Bei 2 MOA sind es, glaube ich, auf 100 Meter 6 cm was abdeckt und dann jeweils größer. Dann hat man hier 11 verschiedene Helligkeitsstufen. Ich kann jetzt mal schauen, was ich noch so, ob ich das jetzt hier so noch mal ankriege, ob man das sieht. Na, macht sich mit der Kamera ein bisschen doof. Moment, ich kann da mal zoomen. Ne, macht nichts, geht nicht. Okay, aber man kann hier zum Beispiel auch mal die Größe erkennen. Okay, den sieht man jetzt nicht, das ist der 2, 4, 6 MOA. Und hier nochmal die Helligkeit. Das ist jetzt bei 5. Jetzt machen wir es mal auf volle Stufe, auf 11. Oh, der strahlt dann doch schon und wieder auf 0. Okay, dieses kleine Dreieck, da habe ich mir, das habe ich selbst mal aufgeklebt. Das ist ein Aufkleber, damit ich das ohne Brille auch mal erkenne, wo die 0 ist. Hier ist das Batteriefach, kann man mit einer Münze öffnen. Hier sind die kleinen Türme für die Verstellung. Hat. Moment, was war das? Ich hatte es mir aufgeschrieben, glaube ich, 1,5 MOA. Also das würden dann auf 100 Meter etwa 1,4 cm geben. Also ein Klick auf 100 Meter 1,4 cm.
Ja, was wird noch mitgeliefert? Also gibt einen kleinen Sonnenfilter, den kann man hier hinten aufschrauben, muss man die Kappe abmachen, kann man den Filter aufschrauben. Vorne eine Sonnenblende, die man vorne noch aufbauen kann. Auch hier ist so ein Ring, so ein Gewindeschutzring. Da kann man dann das Sonnenblendenrahmen, habe ich ein bisschen zerkratzt, aufschrauben. Deswegen habe ich das auch so gesetzt. Ich hätte es noch ein bisschen nach hinten setzen können, aber so kann ich das in jeder Zeit die Blende aufschrauben. Und es sind noch jeweils zwei Halterungen, also Montageringe dabei für eine normale Picatinny-Schiene. Das passt bei mir allerdings nicht. So, das Teil wird in Japan gebaut, Multidot AD25 und kostet 199 Euro. Und muss sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Habe es jetzt auf 50 Meter eingeschossen und werde es jetzt mal die Tage denn auf dem laufenden Keiler probieren. Mal sehen. Wenn die Möglichkeit besteht, kann ich da auch noch ein bisschen filmen. Ja, so sieht das dann aus, wenn das andere Waffe ist, das Visier. Vielleicht nochmal ein paar Daten dazu. Also, Delta Optical Multi Dot HD25. Hier steht es auch dran. Ja, Linsendurchmesser 25 mm. Die Ringe haben übrigens 30 mm, also der Mittelrohrdurchmesser ist 30 mm. Dann Sichtfeld auf 100 Meter sind 12,2 Meter. Dann Dotgröße, also hier die verschiedenen Punktegröße sind 2, 4, 6 und 8 MOA. Dann die Länge sind 138 mm ohne Sonnenblende gemessen. Das Gewicht beträgt 137 Gramm und es sind 5 Jahre Garantie. Batterie ist eine CR2032 hier oben drin. Und ja, es werden auch noch solche Schutzkappen mitgeliefert. Die passen auch, wenn die Sonnenblende dran ist, kann man die auch noch benutzen. Ja, wie gesagt, und jetzt schauen wir mal sehen, was ich damit so hinkriege. So, bevor ich es vergesse, natürlich sind bei solchen Erklärungen hier, wenn ich hier mit einer Waffe rumfummel, ist die Waffe natürlich nicht geladen. Das ist logisch, sollte selbstverständlich sein. Aber ich erzähle es trotzdem nochmal. Also hier ein X drin im Magazin. Die Waffe hat einen Handspanner. Also jetzt wäre die Waffe, der Schlagbolzen gespannt und die Waffe wäre schussbereit, wenn eine Patrone drin wäre. Kann sie aber auch wieder entspannen. Dann ist der Verschluss, kann man öffnen, Patrone nehmen oder das Ganze sichern. Dann ist der Verschluss verriegelt und der Abzug natürlich auch, logisch, also sicher. Und die geht jetzt danach auch gleich wieder in den Tresor. Ja, wie man sieht, muss ich mit dem Teil doch noch ein bisschen üben, bevor es dann auf Jagd geht, aber man soll ja sowieso immer im Training bleiben. Falls also jemand ein Leuchtpunktvisier sucht, was man auch mittels Ringen befestigen kann, ist das hier eine etwas preisgünstigere, aber bestimmt keine schlechte Alternative. Ja, das war's von mir dazu. In diesem Sinne, danke fürs Ansehen und weit man's heil.